So, wieder zurück zu Niho. Ich musste mich jetzt erstmal 2 Sekunden beruhigen. Alter, mir fällt voll echt nichts ein, wie ich den Kleinen kriegen soll. Geht's Etzala weiter? Ja. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwie noch was sammeln kann, aber das ist ja alles weg. Ist ja nichts mehr da zum Sammeln. Das ist weg, ja. Ja, die Stufe 13, das brauche ich gar nicht probieren. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen Zeug einsammeln können. Bei den Gegnern hier. Vielleicht hat ja jemand Schießpulver dabei. Wir würden ja 6 Stück reichen. Ah, da hatte ich so schön viel Tränke, Schießpulver, alles. Pfeile gehen immer, gut. So, schauen wir mal, haben wir neue? Nichts. Nichts, okay. Kacke. Da hinten liegt ein Wichtel. Oh ja. Reicht man den von hier aus, ja. Rückwegzeugen. Wusste bringt mir jetzt relativ wenig, würde ich behaupten. Also das ist krass. Ja, bringt es mir jetzt, die auch noch aufzuhetzen? Eigentlich nicht, ne? Das Blöde ist jetzt, dass der Wolf drinnen ist, im Schiff. Ja, jetzt mache ich erstmal noch eine Runde und hole den Wolf zurück, weil ohne Wolf bringt mir das gar nichts. Ich muss den Wolf vorher aufpushen. Überspringen kennen wir schon. So. Ah, scheiße. Also den Koreaner, der wo das auf einmal schafft, ohne Leben zu verlieren, den will ich sehen. Gibt ja so Freaks, die in den heftigsten Spielen das durchspielen, ohne Leben zu verlieren. Ob es das hier auch gedacht? Ja, da ist ja mein Wolf. Muss ich noch holen. Obwohl, wenn ich ihn jetzt hole, ist er nicht mehr am Feuer, am Schreien dann, ne? Oder wie war das? Ich weiß es nicht. Ich hole ihn nochmal trotzdem. Mal gucken, das sehen wir dann schon. Alter Schwede, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vor allem, der hat auch noch so einen richtig fiesen Angriffsfokus. Da, schau her. Ein Treffer und ich krieg's ab. Da bin ich erschöpft, weil der schlägt mir die Kugeln so stark hin, dass ich dann erstmal gar nichts mehr tun kann. Mensch, wenn ich mal wüsste, was das da unten ist, dieses Schwert, der Ninja-Stern und dieses komische Ding. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Wahrscheinlich deine Rettung. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem? Was fange ich mit dem an? Ich bin sprachlos. Scheiße, wieder drauf reingefallen. Da darfst du keinen Fehler machen. Jetzt schleudert er. Das Problem ist, die erste Angriffstechnik, die ist ja noch easy dagegen. Jetzt schleudert er. Jetzt. Also damit ist bei mir Dark Souls, was die Endgegner zumindest betrifft, schon mal unten durch. Das ist heftig.
dachte, das ist bloß der erste. Ja, das ist der erste Endgegner. Schau dir mal seine Leben an. Ich kämpfe hier wie gestört. Das ist herrlich. Ah, scheiße. Wieder drauf reingefallen. Weil manchmal, da nimmt er die andere Technik und haut noch einmal zu. Alter Schwede, nee, oder? Ich glaube das nicht. Vor allem, warum lädt sich denn mein Wolf nicht auf? Mach ich das falsch? Da musst du doch Amrita sammeln, dass der sich auflädt. Ja. Sammel mal Amrita. Amrita. Ja, ich kann nichts dafür. Das ist die Hölle. Das ist ein Albtraum. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das bringt mir auch nichts, das bringt mir noch weniger. Das ist der Tod. Okay. Das kann nicht wahr sein. Ja, jetzt habe ich meinen Wolf nimmer wieder, weil ich nicht zweimal gestorben bin. Mit Wolf bin ich jetzt nicht gestorben. Kacke! Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich habe null Ahnung. Da jetzt bin ich erstmal noch ein bisschen Leben verlieren. Ist schon okay. Ja, genau. Trefft mich auch noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Bei Dark Souls, da hat man wenigstens irgendwie dann danach noch genügend Zeug einfach. Ich habe ja nichts mehr. Ich habe ja auch keinen Laden oder sonst was, wo ich das jetzt einkaufen könnte. Wo ich jetzt Amrita sammeln könnte, um dass ich dann genug Zeug habe. Mir fällt da überhaupt keine Technik dazu ein. Der ist einfach zum Kotzen schwer. Darf ich meinen Wolf auch nicht einsammeln, weil sonst kann ich das Amrita sammeln auch vergessen. Scheiße, und er kommt auch noch so fucking blöd durch. Ich wette, der bricht mir auch die Abwehr einfach ab. Scheiße. Ist doch nicht wahr, oder? Hallo! Das ist lächerlich. Es zieht auch nichts ab. Es zieht ja gar nichts ab. Es zieht nichts ab. Es ist wirklich so. So minimal. Da war ja der andere Boss ein Witz. Scheiße, ey. Vor allem in sein Kampfgebiet, sein Kampfkreis ist einfach mal 60% vom Feld. Und wenn ich weit wegstehe, kann ich nichts machen. Alter Schwede. Scheiße! Wer kam auf die Idee mit der blöden Ausdauer?
Ich hatte damit nichts zu tun. Scheiße. Kann ja nicht wahr sein, oder? In der tiefen Haltung kannst du auf gegnerische Angriffe reagieren. Weiche aus und stoß zu, wenn der Feind verwundbar ist. Ja, das mache ich schon. Das bringt mir aber auch keinen Vorteil. So, jetzt habe ich meinen Hund wieder. Jetzt tue ich erstmal am Rita sammeln, dass der Hund voll ist. Das ist, glaube ich, das Gescheitste erst einmal. Also ich glaube, dass das so ist. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Ja, das stimmt schon so. Um Rita sammeln, um Geist zu füllen, das stimmt schon. Da schau jetzt ist gleich ein bisschen voll. Weil ohne volles Amrita da reinzugehen, ist auch Schwachsinn. So. Ah ja, ich könnte noch Elixiere ein bisschen vorsammeln, zumindest. So. Pfeile haben wir ja viel zu viel. Ja, Gott sei Dank kannst du die alle tragen. Aber was heißt Gott sei Dank kann ich die alle tragen? Bei Dark Souls, da kann man 99 Stück tragen. Und da habe ich mich schon beschwert, dass das zu wenig wäre. Ah, jetzt stirbt noch hier, genau. Genau. Komm, weg hier. Willst du nicht trinken? Nee, ich trinke nicht, weil das sammle ich jetzt halt. Ach so. Weil wenn ich das nicht sammle, dann habe ich gar keine Chance. Mit mehr Tränken könnte es vielleicht gehen. So, ich bin schockiert. Hab ich irgendwas anderes Neues, was mir was bringt? Ja, die Flinte ist ja geil, ne? Leer. Da hast du, glaube ich, jetzt zwei Schuss. Zwei gleich. Ich bin verloren. Aber das schaffst du schon. Meinst du? Ich glaube an dich. Den verkaufe ich einmal. Opfer da bringen. Ja. Alles, was wir doppelt haben, kann weg. Fußsoldat mit 11. Fußsoldat mit 9. Weg damit. So, Schurke. Kieblitzschutz. Durchbruchschutz. Da kenne ich mich noch nicht aus. Ja, Blitzschutz 1 kann nicht gut sein, oder? Weg. Eieieiei. Das ist ja mega schwierig. Ich bin. Das mit Leben haben wir mehr, ne? Ausrüstung, Menschen, Sprint erhöht, Ausdauer. Da können wir noch was weg von Menschen halt am Mitra. Ki, Yokai Schutz, nehmen wir mal das Ki weg, da haben wir. So. Jetzt haben wir aber nicht genug am Mitra für irgendwas, ne? Nee, nicht ansatzweise. Was konntest du nochmal bei den Wichteln kaufen? Ja, das habe ich mir jetzt gerade gedacht, dass man da was kaufen kann, aber anscheinend doch nicht. Muss ich da erst was noch ein Wichtel zu suchen? Kann es sein? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier noch irgendwo einer ist. Puh. Nee. Wer hätte das gedacht? Ich hätte jetzt gedacht, ich laufe da easy peasy rein und zeige, wie gut ich das kann. Das kann ich mir mal ganz schnell abschminken. Scheiße. Und das ist ja, das wird ja auch nicht einfacher. Darf man mal nicht vergessen. Ich gehe zurück, das ist sicherer.
Ich will nämlich jetzt keine Elixiere verschwenden. Ich muss jetzt ein bisschen Elixiere sammeln. Ein Key für mein Viech. Alter Schwede. Also, mir fallen jetzt eigentlich nur ein paar Dark Souls Gegner ein, die wohl immer so kurz vorm Schluss des Spiels waren. Die wohl auf dem Niveau waren. Das ist schon richtig heftig. Ja, und ich habe jetzt nachgeschaut, also das sind die Macher von Ding von Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Gaiden. Also ich habe jetzt 7 Tränke. Sonst noch irgendwas? Oder nur Tränke? Für was ist denn eigentlich das Geld, was ich hier finde? Ich weiß es nicht. So, Salz. Salz, vielleicht kann ich das dem Geist in die Augen streuen. Das ist der Trick wahrscheinlich. Ja, ist gar nicht so falsch. Das ist ja die Salz hilft ja gegen Hexen, vielleicht hilft das auch gegen den Bratzen. Gegen den Bratzen? Ach du Scheiße. Mein Yokai ist immer noch nicht voll. Ja, aber irgendwie konnte man doch beim anderen was kaufen, habe ich da, auch. Ein... Oder? Nee, das sind die Segen. Heilsegen. Gold erforderlich 100. Habe ich 100 Gold? Ich weiß es nicht. Ja, hast du. Nee, kann ich nicht auswählen. Warum kann ich das nicht auswählen? Ah ja, da muss ich aber ersetzen. Nee, ich brauche den Heilsegen. Alter Schwede. Ja nee, irgendwo müssen noch weitere Geister sein. Anscheinend zu jedem Schrein 7 oder so. Wenn ich das... Nee, oder zu dem Abschnitt 7. Wir wissen ja gar nichts. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, das muss man alles erst herausfinden. Ah, scheiße. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Nein! Beten! Beten! Bete! Schnell! Jetzt musst du eigentlich das sagen, was du immer sagst. Lenk mich mal nicht ab. Ja, lenk mich mal nicht ab. Alter Schwede, das ist heftig. Kaiudama, was ist denn da Kaiudama? Sind das irgendwelche Bomben vielleicht? Machen wir jetzt Lust. Vielleicht geht es. Eieieiei. Mensch, das ist. Jetzt habe ich 8 Elixiere. Aber meinen Yokai will ich noch voll bekommen, mein Geister. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Sachen ich habe. Ich muss mal ein bisschen in Sicherheit gehen. Was ich alles jetzt zum Ausrüsten hätte.
da unten Elixier 8-mal. Bomben haben wir jetzt wieder 6 Stück, sehr gut. Beschwörerkerze, eine spezielle Kerze, die Schutzgeist und Amrita aus Gräbern herbeiruft. Dieser seltene Gegenstand wird aus natürlichen Wachs, aus Früchten gefertigt, die nur alle 8 Jahre einmal sprießen. Ich glaube, die sollte ich nicht verschwenden. Die magische Talisman ruft einen Schutzgeist herbei, der für kurze Zeit deine Feinde angreift. Wetzstein, ein Werkzeug, um zu schärfen der Klinge, erhöht den Verteidigungsgrad der ausrüsteten Waffe um 150. Alles klar. Reiseamulett, das ist, glaube ich, noch nichts. Kleiner Geiststein, ein Splitter hochkonzentriertes Amrita. Schwache goldenes Lichtleucht. Ah ja, das ist sowas wie die kleinen Seelen bei Dingen. Vielleicht sollte ich das Harakiri-Schwert nehmen und das Let's Play hier an dieser Stelle beenden. Das wäre eine gute Idee. Ich probiere jetzt den Moment-Talisman mal aus. Was auch immer der gut ist. Vielleicht bringt er mir ja was. Mit 6 Bomben. Ich bin 106 Bobe. Oh mein Gott. Dafür können die ihn auch haken. Alter. Weg, 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 weg. Hast du das gesehen? Scheiße. Sag mal, was ist denn jetzt los mit dir? Ich bin fertig, ich bin nervös, der blöde Endgegner. Jetzt konzentrierst dich ja mal. Scheiße, ey. So. So. Einmal muss ich noch sammeln, dann habe ich das im Gitter voll für das Viech. Ah. Das ist nochmal ein Elixier. Alles klar, sonst geht's ihm gut. Oh, der ist so garstig. Der ist so nervig. Aber ich muss mir vor Augen, ich muss mir einfach vor Augen halten. Denk an Way of Samurai. Da waren die Gegner genauso Teig und haben wirklich fast das gleiche gekonnt. Aber man, wenn man einmal gestorben ist, muss man ein komplettes Spiel von vorne anfangen. Was? Ja. Da gab es das nicht, dass man wieder an den Gebietsstein war. So, jetzt hat Kopf ab. Und die Arme. Warum habe ich denn jetzt nicht noch ein Elixier? Ah ja, bin ich voll mit Elixieren oder wie? Kann ich nur 8 tragen oder kann ich jetzt noch ein zweites? Ja, aber das hast du doch jetzt aufgesammelt, oder? Ja. 8 von 8, du kannst nur 8 tragen. Alles klar. Damit wäre das Sammeln jetzt erstmal fertig. Dann müssten wir... Ja, dann müssen wir das nächste Mal weitermachen, weil wir sind schon fast über der Zeit. Also schon ziemlich über der Zeit. Gut, dann beten wir jetzt nochmal und dann geht's in der nächsten Aufnahme weiter. Neuer Versuch, neues Glück, David gegen Goliath. Ich bin gespannt. Ich auch. Könnt mich dafür haten. Ciao. Ciao.